Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Corona hat die Kultur in Bayern ganz besonders getroffen. Die bayerische Staatsregierung hat zu spät, zu kompliziert und an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Kultur- und Kreativschaffenden vorbei agiert. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, verehrte Damen und Herren, hier wurde ein Programm aufgelegt, das es den Antragsberechtigten extra schwer machen sollte. Und man muss der Staatsregierung vorhalten, dass sie desinteressiert und mit wenig Sachkenntnis und vor allem mit wenig Empathie und Verständnis an die Kulturschaffenden herangetreten ist. Und diese Entscheidungen, die heute Nachmittag in Berlin getroffen wurden, die werden wir hoffentlich am Freitag auch diskutieren und dann werden wir die auch im Parlament hier, davon gehe ich jedenfalls aus, auch entscheiden. Ich sage nochmal, in unserer bayerischen Verfassung ist verankert, dass wir ein Kulturstaat sind. Übrigens, es gibt auch eine Wirtshauskultur in Bayern, nicht nur eine der klassischen kulturellen Spielstätten. Muss es nicht oberste Aufgabe einer Staatsregierung sein, in Zeiten der Krise dafür zu sorgen, dass sie die Infrastrukturen und eben auch die kulturellen Infrastrukturen nicht wegbrechen lässt? Tatsache ist, dass in vielen Fällen die Hilfen viel zu spät gekommen sind oder gar nicht angekommen sind. Wie groß, verehrte Damen und Herren, mittlerweile die Gräben zwischen der bayerischen Kulturszene und der Staatsregierung sind, wurde bei der Demonstration am Samstag Aufstehen für die Kultur mehr als deutlich. Bernd Siebler, Herr Minister, du warst ja auch mit dabei. Herzlichen Dank dafür, da konntest du dir einen deutlichen Eindruck auch verschaffen. Nur auf massiven Druck der Opposition und der Kreativen in Bayern kommen sie jetzt endlich die neuen nachjustierten Hilfsmaßnahmen, die wir rundweg begrüßen. Vielen Dank an die SPD, dass ihr diesen Antrag nochmal aufgenommen habt. Wir können dem natürlich voll und ganz zustimmen. Ja, unsere Kultureinrichtungen haben nämlich ihre Hausaufgaben gemacht und die Hygienekonzepte erprobt. Und ich frage mich schon, hat die Staatsregierung, hat dein Ministerium, lieber Bernd, eigentlich mal bei der Staatsoper nachgefragt, bei den Ärzten in rechts der Isar nachgefragt, wie sie die Maßnahmen der Bayerischen Staatsoper begleitet haben? Das muss doch eine Steilvorlage sein für jeden Kunstminister, dass er hier entsprechend auch im Kabinett auftritt und die Lanze für die Kultur bricht. Mit professionellem Gästemanagement, Schnelltests, intelligenten Besucherleitsystemen und einem Online-Ticketsystem, das die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten sowie Partyhopping ausschließen kann, wirken sie spontan und illegalen Hotspots entgegen. Und ich bin überzeugt, verehrter Herr Minister, dass Sie nach den Entscheidungen heute Nachmittag, die ja abzusehen waren irgendwo, dass Sie bereits ein Konzept haben, wie alle unsere Kulturstätten die nächsten 14 Tage oder 4 Wochen, das ist mir noch nicht ganz klar, überstehen werden. Ich möchte jetzt hier, und du wirst ja sicher anschließend noch reden, mal wissen, was hast du vor in diesen Wochen des totalen Lockdowns, jedenfalls für die Kultureinrichtungen? Ich habe schon gesagt, dass wir mit faktenbasierten Maßnahmen die Akzeptanz in der Bevölkerung auch heben werden. Dem SPD-Antrag werden wir zustimmen. Bei den Grünen muss ich sagen, dieser Wirtschaftsantrag ist uns zu wenig konkret. Wo ist der Übergang mit Kurzarbeitergeld und so weiter? Wir werden uns dem enthalten. Und bei der CSU, also da haben wir jetzt wirklich gelacht. Zum Abschluss. Dass einen Tag oder sind es 2 Tage, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass man einen Antrag einbringt, indem man die eigene Regierung wieder mal auffordert, sie möchte doch das Paket so effizient und zügig wie möglich auf den Weg bringen, damit den Betroffenen wirksam geholfen werden kann. Gell, ihr habt auch Angst, so wie wir, immer nur ankündigen und ganz, ganz restriktiv umsetzen. Darauf, ich verstehe den Antrag von euch, von beiden Fraktionen, und darum stimmen wir dem auch zu. Denn wir wollen, dass das auch passiert. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Heubisch. Für die Staatsregierung hat das Wort Herr Staatsminister Bernd Ziebler.